Hallihallöchen und herzlich willkommen. Bisschen leiser, aber mein Baby ist da, wie ihr seht. Kann ich immer nicht so laut reden, weil das, ne, da geht er dann immer, wenn ich laut rede. Also wundert mich eh, dass er noch nicht weg ist. Oh, er schleimt sogar her. Baby. So ein schönes Baby. Schon wieder so. Nee, doch nicht. Ich habe schon wieder das Hemd offen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Hemd aufnehme, dann ist es irgendwie nur zur Hälfte zu. Flauschiger Freund. Flauschiges Baby. Einen wunderschönen lieben Hallihallöchen, der Daniel wieder am Start. Wir sind zurück zu Dragon's Dogma. Ja, ich habe leider vergessen, das Chatting anzustecken. Sehr dumm. Und ich dachte mir so, hä, ich höre nichts. So, was ist denn da los? Ja, sehr gut. Waren ein paar lange Tage für meinen Kopf. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Wir müssen Gott sei Dank nicht zu viel neu machen. Ich bin ja froh. Also eigentlich nur der Kampf hier gegen ihn. Deswegen würde ich mal sagen, das passt eigentlich. Bin am überlegen, ob ich jetzt einfach mal kein Headshot-Damage mache, weil gefühlt machen wir nur Aggro bei ihm, wenn wir Headshot-Damage machen. Ich spam jetzt einfach mal R1 und dann sollte das eigentlich funktionieren. Aber da ist er, ja, wir machen kein Headshot-Damage und er hat uns noch kein einziges Mal das aggroed. Immer noch nicht, oder? Nee. Ah, jetzt. Nee, immer noch nicht. Lol. Aua. Okay. Oh, 350 Gold. Was haben die auch gesammelt? Oh oh. Ja, ich glaube, wenn wir mehr Damage machen. LOL! Oh, das war Fett Damage. Ah! Oh, er verbrennt. Er verbrennt. Aua! Oh, fuck, Mann. Hilfe! Alter! Alter! was machen wir denn? Eine ansehnliche Menge. Ja, okay, das geht eigentlich. Den Rest laden wir auf. Alter, was ist denn los? Hilfe! In die Säcke! Alter. Ja gut, aber wir haben ihn gleich. Und diesmal ist es nicht ganz so ein Pain in the Ass. Jawohl! 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 Komm, let's go! Aladdin rein! Jawohl! Jawohl! Jawohl, Alter! Jawohl! Haben wir aber, komm. Jawoll, ja. Motherfucker. Sehr schön. Sehr schön.
Okay, dann looten wir mal seinen Sack. Oh, noch mehr? Schön. Hey, Saga, das wollte ich mitnehmen. Alter, wie viel sind das? 3, oder? So, jawoll, Doggo. Jawoll. Einmal. Ah, zweimal sogar, okay. Jawoll, zweimal und dreimal. Ach, den können wir nicht looten? Okay. Okay, ah, Goldkäfer, jetzt sehe ich es erst. Ja, den hauen wir uns doch gleich rein. Da. Oi. Also 0,15 Gramm ist schon bitter, ne? Da könnte man eigentlich schon ein bisschen mehr bekommen, finde ich. Aber okay. Ah. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Alter. Alter. Ja, Leute. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Ja, also, ne? Ich meine, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, einfach ja. Wer ist der Erweckte? Sehen wir nicht. Oh! So einer, okay. Okay. sie ist schon. Ja, also. 190 cm ist die groß. Holy effing moly. Nehmen die mal mit. Ach, warte mal. Warte mal. Warte mal, ich füge die mal kurz zu den Favoriten hinzu, dass die nicht weg ist. Und dann gehen wir mal kurz zu Abby und nehmen mal das ganze Zeug, was die hat von uns. Die Oni, ich wollte sagen, erst die Omi sagen. Sorry, Ems. Die Morgan ist auch. Die gefällt mir auch. Are you certain you're happy to have me along? 275. Belohnung Lazarus Stein. Da bräuchte man eigentlich einen, ne? Okay, Details Vassell. Also, sieht aus wie eine Siri, oder? Da glaube ich, ist bestimmt so eine Siri irgendwie. 1,75. Und wie schaut deren Arisen aus? Okay. Hat er was ähnliches an wie wir. Okay. Dann hau ich die mal zu Favoriten. Ja, da haben wir noch eine Lady, habe ich gesehen, eine hübsche. Odette. Ah, die gefällt mir auch. Der Name ist bloß nicht so. Odette. Hm. Okay, die Stimme geht nicht. Die wird mir auf den Sack gehen. Aber die schaut schön aus, ne? Oh Gott. Optisch ist ja nicht alles, ne? Ja, aber die Stimme pack ich nicht. Also die Stimme ist ja gar nicht meins. Alter, was ist denn das für ein Riesentier? Katana. Cammy. Okay. Off does the bow prevail, where the blade cannot. Pray, allow me the chance to demonstrate my skills as an archer. Nee. Komm. Da hier. Sie. I pray my efforts aid your cause. Samonosuk. Donnernde Harmonie. Besiege ein Zyklop. Okay. Ah, die packe ich mal auch zu den Favoriten. Der Riesenmizi. Was ist denn er für einer, Alter? What the fuck? Die ist auch schön. Die Kira. Die gefällt mir.
Alter, die ist ja echt schön. Vor allem, die hat so ein cooles Tattoo. Lichtwundarzt likes. Okay. Starkiller. Mit Aha. Haben wir noch mal den Arisen von ihm an? Ah, naja. Schaut der so aus? Die so aus? Ja, sind jetzt nicht schlecht. Also ich packe mir die auch mal zu Favoriten. Jawohl. Ja, die ist nix. Alter. Athena. Alter, okay, warte mal. Da schaut der Slip raus, oder? Slippery Slope. Okay. Athena, die grüßen wir auch mal. Ja? Bestimmt. Nicht schlecht, die ist halt echt groß. It's not Boogie. Ein Zyklopen besiegen. Wundert mich nicht, dass die mehr Favorites bekommen hat. Die Saya ist halt schon sick, ne? Die möchte ich ungern hergeben. Fate. Restoration and reinforcement are the purview of a mage. You'll be safe in my care, Arisen. Okay. Mal für null anheuern. Okay. It is a pleasure to meet you. Warum kostet die null? Wahrscheinlich, weil die Stufe 13 bloß ist, oder? Ah, die Riesenmützi, Alter. Armer Sass. Jetzt, wenn ich... Ich möchte mal raus. Wenn ich jetzt auf Gegenstände gehe und jetzt zur Abby. Weil die Abby hat unser ganzes Zeug. Oder ich tausche die Saya aus. Warte, was waren die eine Sexy da? Kommt die jetzt wieder? Das ist noch eine Emma. Das ist einfach noch eine Emma. Alter, was hat denn die an? What the fuck? Are you certain you're happy to have me along? What the fuck? Vor allem, wie riesig ist denn sie auch? 1100 Gold. Okay. Nee. Also das ist schon mal safe nicht. Jetzt ist die weg, oder? Scheiße. Nein, die coole ist weg. Hey, Winters und Winter. Oh no. Aber kann ich nicht irgendwie... Wenn ich doch das mit die Favoriten mache, warum kann ich dann nicht irgendwie jetzt schauen, wo die Favoriten sind? Ach, scheiße. Ach, scheiße. Okay, das ist halt echt doof, ne? Mit markantem Oberkörper.
Was ist denn Marker hinzufügen auch? Naja, egal. Okay. Schade. Ja, ja, Saya, wir wissen es. Jetzt, wenn ich nochmal zurückgehe. Isabel. Ari. Alter, was haben die denen für Kleidung gegeben? Das ist ja voll sick. Ich auch haben. Alter, hier schon wieder so eine. Die Vivian. Ja, die sind schon hot. Ja gut, aber nicht so hot wie unsere. Die ist auch nicht schlecht. Die hat ultra die krasse Rüstung. Ich bräuchte halt eine Magierin. Jutsu. Bräuchte halt eine Magierin. Dann würde ich die Saya austauschen. Das Ding ist, unsere Horns, die sind halt ultra anderer Welt. Die ist Level 2 und so. Das passt halt überhaupt nicht mehr zu uns, ne? Aber das passt ja gar nicht mehr zu uns. Vom Level. Amy. Aus wie die richtige Hexe, ist cool, mit dem Hut. Sorry, Ems. Laura. Bräuchten wir noch eine Fauna. Shadow. Ach, die sieht ja cool aus. Sieht voll modern aus, irgendwie. Zwei Shadows nebeneinander, lol. Naja, egal. Egal. Wir machen jetzt weiter. Es ist no more or less than what one might have expected. We cannot expect gleaming treasures around every corner. Da hat's recht. Hilf mir mal. Danke, Saya. Also wir müssen auf jeden Fall die Abby irgendwie. Weiß ich nicht, die müssen wir austauschen. Wir müssen die beide austauschen. Weil ich merke es vom Level, also die Saya macht gefühlt schon gut Damage. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und das ist eigentlich die Ems. Aber die Abby, die geht nur down, die ist tatsächlich gerade nur fürs Tragen da. Habe ich zwar schon gehört, aber ich finde es immer wieder funny. Okay, ja, dann gehen wir doch jetzt einfach mal zurück mit denen. Ich würde sagen, wenn wir mal so in der Hauptstadt sind. Ich weiß precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle, so long as I'm around. Verpiss dich. Alter, ist der groß auch. Ich finde es halt ultra witzig, dass hier wirklich. Es ist zwar ein Offline-Game, aber es laufen Pawns von den anderen einfach immer hier rum. Ist schon funny. Finde ich schon funny. Stellt euch mal das Game vor im Multiplayer, so ein MMO. Alter! We shall have to find a way to reach it. Ja. Kann ich da links hoch, oder? Irgendwie links hoch wahrscheinlich. Hier vorne. Alas, it would seem I've taken on too much. If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you. Oh, ein Käfer. Nice. Hauen wir uns gleich rein. Es sollte schon eins wenigstens geben, ne? Das ist schon ultra wenig.
150 Gramm, Alter. Lol. Ah, ich habe mir echt überlegt, ob ich mir das Game für den PC hole. Dann wiederum habe ich irgendwie keinen Bock, nochmal alles vorne zu machen. Aber andererseits ist das Game am PC schon ultra sick mit den ganzen Mods wieder, ne? Ich bin doch so ein Mod-Fan, Leute. Am PC würde es nur 40 Euro circa kosten. So 43 Euro. Aber dann müsste ich halt auch Leon und Ems neu erstellen, ne? Das ist halt dann auch wieder, ja. Ach lol. Ach lol, willst du mich verarschen, ey? Einfach einmal außen rum. Ach komm. Oh Gott, nicht schon wieder. Okay, nee. Ja, okay. Ich dachte eigentlich, man kommt von außen hoch, aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Es wäre auch echt cool, wenn man außerhalb vom Kampf, da gibt es auch eine Mod, by the way, dass du außerhalb vom Kampf unendlich rennen kannst. Das würde ich auch noch richtig fühlen. Aber hier dieser kurze Sprint, finde ich schon weird. Vor allem, dass ich dann kurz stehen bleiben muss, dass man aus dem Sprintmodus rauskommt. Ah nee, okay, es geht doch. Ah, okay. I take it back. Yes. That's what I wish for. Es war ja doch gar nicht so weit weg. Mir kam die Reise irgendwie voll lang vor. Ja, wahrscheinlich wegen der Pause dazwischen. Ich habe was Cooles gesammelt. Abby wieder, ne? Back at last. That was an ordeal. Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late? And I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. Even when you can't be sure where it leads. We managed to save Norbert. And perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself. Ja, tatsächlich, Bro. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Das wäre cool. So Ian was rather hard on himself, methinks. He saved his brother just as much as we did. Nope. Aber schön, dass du sowas sagst, Abby. Aber krass, dass die auch wirklich den NPC dann beim Name callen, ne? Das finde ich auch heftig. I'm in your debt, sir. Not just for saving my brother. You helped me learn a valuable lesson today. Never again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Schön, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn da für einen schönen Mantel bekommen? Hier. Handgemachter Umhang. Ja, gar nicht so wirklich was, ne? Was ist denn das? 3%. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Na, den behalten wir. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist denn die nächste Quest? Hier. Ich hatte den automatisch jetzt ausgerüstet.
Ach so. Ach so. Ah ja, okay. Rückkehr des Unheils. Ich suche Melf hin und wieder. Ja, das machen wir doch jetzt mal. Bin gespannt. Was jetzt passiert so, weil wir waren jetzt schon da. Ja, irgendwo. Thanks, friend. Na klar, Norbert. Alles gut. Weg, Puder. Ja, wieder ein bisschen Coca gekohlt. This ladder looks sturdy enough to climb. After you arisen. Ja, okay, dann gehen wir halt da hoch. Ich weiß echt nicht, warum die uns. Alter, wieder klettert. Geil! Ich weiß echt nicht, warum. Ah! There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Ja, dann nimm's mit. Warum der die Leitern immer noch anzeigt, obwohl wir. Ah, obwohl wir das schon aufgenommen haben. Nicht immer noch ein bisschen strange, aber okay. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal ganz hoch. Ja, es ist aber nichts oben mehr. This is a powerful weapon. A single bolt loosed from it would carry tremendous lethal force. This could grant us an edge in battle, if we use it well. Ja, das stimmt. Alter, da liegt einfach das Medaillon und deswegen wollte er, dass wir hin. Also Leute, wenn wir hier in Melf sind, ja, dann klettert er hoch. Ganz, ganz hoch, ja. Ganz hoch und dann hier. Ja, Melf. Hier, wo ich stehe. Da liegt ein Sura-Medaillon. Now here's a surprise. The thrill of discovery never gets old. True. I'll have to remember to tell my own master about this. Ja, solltest du machen. Können wir da nicht hoch mehr? Ah, jetzt. Ja, sonst ist hier, glaube ich, nichts, ne? I have been waiting for you, Arisen. Haben wir ja. Wie meint die Emma das jetzt? Hat sie auf uns gewartet im Sinne von, ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben? Oder. Weiß ich nicht. Hey, Ems. Must we run everywhere? You're an Alter, impatient Abby. one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Sie weiß schon. Ah, da unten ist noch so ein Kraut. Ja, gut. So, Bro, was Well met, geht? sir. How much? Verkaufen. Hope you're serviced. It's good to be busy. Work begets up. Eisenschwert, Rundschild, Wolfsbogen. Ist jetzt irgendwie nicht so das spannende Zeug hier, ne? Das ist was für uns. Frauenkleidung. Na gut, aber die bringt uns nichts. Da gibt es auch eine geile Mod, wo du einfach alles anziehen kannst. Egal was. Allein für den Style finde ich das mega cool. Also hier voll schade, dass es dann nicht so der Fall ist. Do come again. Yes. We Well, are. it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Ems wieder. Ey, Bro, was geht? I Achso, warum machst du es dann nicht? So ein Sack.
here at the inn, we also get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Also, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ich lage jetzt mal alles von der Abby ein. Und das Saya glaube ich auch. Wir müssen die alle tauschen. Das machen wir jetzt in der Folge noch. Dann ist es zwar ein bisschen längere Folge. Aber dafür haben wir jetzt auch, sage ich mal, keine Action so wirklich gemacht. Bis auf den Kampf am Anfang. Ach lol, Gelehrtenstiefel. Ich dachte zuerst, das ist so ein Tanga. Okay. Also. Und die Ems hat eigentlich eh nicht viel dabei. Können wir ja auch ein bisschen was von der Ems wegnehmen. Oder? So. Kombinieren. Löschsirup. Ah, da kann man echt viel machen, ne? Der Fleisch. Hackfleisch, okay. Mach das jetzt einfach mal, weil dann ist das schon mal erledigt. Jawohl, haben wir Koks hergestellt. Schön. Okay. So, was haben denn wir da alles? Wir haben ja auch so viel Zeug, ne? Ach so, können wir mehr auswählen. Ah, okay, das ist cool. Das ist cool. Also, dann packen wir mal die Kräuter da weg. Ach so, die Knolle, die behalten wir wegen der Ausdauer. Fauliger Apfel, den packen wir auf jeden Fall weg. Schlaf zu heilen. Ja, das verbraucht ja eigentlich nicht viel, ne? Reisestein. Warte mal, Lazarus Splitterstein, okay. Ölpfeile, die wiegen zum Glück nichts. Das packen wir ein. Ach so. Selbst wenn der Laser der Magie nicht mächtig ist, wirkt Gunst des Feuers und verzaubert Waffen mit Feuer. Können wir unseren Bogen mit Feuer verzaubern? Echt jetzt? Aber ich dachte, das ist sowas wie das hier, dass du einfach so einen Blitzregen da machst. Okay. Die packe ich jetzt auf jeden Fall mal weg. Zaubert Waffen mit Blitz. Okay, krass. Scheint wirklich. Okay. Feuer. Ja, dann hebe ich das doch mal auf. Dann packen wir aber jetzt mal das Kupfererz weg. Codex. Zügelloser Zorn. Okay, ne, das behalten wir mal. Bringt etwas Geld ein. Ach, das können wir verkaufen. Bringt etwas Geld ein. Ah ja, okay. Okay. Dann können wir ja aber... Können wir ja die reinpacken. Gezackter Knochen. Also alles, was wir mit der Ausrüstung machen können, können wir reinpacken. Weil wir können ja dann, wenn wir irgendwas machen wollen, können wir ja hier ins Gasthaus wieder gehen und das abholen. Ja. Okay, so machen wir das jetzt auf jeden Fall. Was ist denn das? Verkauft von einem Händler, der mit solcherlei Schmuckstücke handelt. In einem Innenfach kann etwas Kleines aufbewahrt werden. Okay. Ja, den Kerkerschlüssel, den habe ich ja dann mal gekauft. Den kannst du dir übrigens mit Echtgeld kaufen. What the actual fuck? Wer macht sowas? So, 02. Zwischen Schenkenden und Beschenkten. Okay, cool. Warum können wir den dann bisher noch nicht verschenken? Suchermedaillon kann in der Gildenhalle eingetauscht werden. Das wissen wir. So, den Bogen, den behalten wir. Dann können wir mal den
Zaubererhut, ja, den tun wir mal rein. Das tun wir mal rein. Und der Ring, der hat eh nichts. So. Jetzt, lass mich mal schauen. Es wiegt 1 Kilo, Alter. Das ist schon krass, ne? Ja, die Pfeile sind egal. Wird in Bathal. Was? Das Talisman geschätzt wird, dann packen wir den auch trotzdem mal weg. So, und jetzt können wir. Kombinieren können wir jetzt nichts mehr, das ist okay. Abbrechen, jawohl, Laufbahngilde. Fertigkeiten erhalten, und das machen wir jetzt nämlich mal, weil. Wir brauchen unbedingt neue Sachen. Mehrfachschuss, aber den haben wir doch schon, oder? Ah, nee, haben wir nicht. 1000 Deep Throats, what the fuck? Sturmschuss. Das ist auch krass. Scharfer Blick, ja, das fand ich nicht so nice. Das ist halt schon krass. Was ist das wieder? Ah ja. Ja gut, komm, wir machen jetzt mal den Mehrfachschuss. Jetzt schauen wir mal Kernfähigkeiten. Pfeile schneller einzulegen. Ja, das machen wir jetzt auch. Aufspießender Pfeil. Bis zum Maximum. Macht das Ziel schwieriger, aber erlaubt Pfeilen mit größerer Wucht durchzubauen. Okay. Ja, aber das ist doch kacke. Das ist doch richtig kacke dann. Ein kraftvoller Tritt, der Feinde aus dem Gleichgewicht bringen kann, schleudert den Anwender zurück, nachdem er trifft. Das ist aber cool. Aber ich weiß nicht, ob ich das haben will, ne? Hinterhalt. Ständigkeit erhöht die maximale Ausdauer. Ja, das machen wir aber safe. Das machen wir safe. Jetzt warte mal, wenn wir das machen. Haben wir die dann alle, oder? Ach so, das haben wir dann wirklich alle, okay. Drücken, während du ruhiger Schuss bereit machst, dann R1 loslassen zu feuern. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich weiß echt nicht, ob ich das machen will, aber das können wir tatsächlich machen. Dreieck, während du einen Laufsprung ausführst. Drücke 4, während du bei einem Trittangriff zurückspringst. Und das machen wir jetzt. Scheiß drauf. Dann werden wir Explosionsschuss nehmen. Ja. Ah, dann rüsten wir auch aus. Wo packen wir den hin? Auf X. Ölschuss. Was ist der Unterschied zwischen Öl- und Explosionsschuss? Explosion explodiert direkt, oder wie? Nee. Hä? Der Pfeil explodiert nach einer Weile und kann aus dem Gleichgewicht die Ziele bringen. Okay. Gegner durchdrängt. Nur verwendbar, wenn ein passender Pfeil zur Hand ist. Ach so. Ach so. Ah, und dann können wir sie alle anzünden zum Beispiel. Ja, okay. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich überlege gerade, der scharfe Blick. Vielleicht ist ja doch was. Schauen wir mal nur mal kurz die Vorschau an. Ja. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wir nehmen den Ölschuss, weil der synergized jetzt hier mit uns. Bin ich ein Idiot. Ich muss ja da drauf drücken. Ich wollte die ganze Zeit Kreis drücken, dass wir es da hinlegen, ey. Wie bescheuert. Welcher Schuss? Als nächstes können wir dann den machen. Okay, für 1000. Merken wir uns. So, dann gehen wir mal zu Ems. Also, Ems. Sturmschuss hat die Emmy. Ja, krass. Das ist ein Sturmschuss. Alter. Okay, das ist sick. Das ist sick. Dann machen wir das mal so bei ihr.
Dann können wir eigentlich den, warte mal, ihre Fähigkeiten. Ja, Flinkbogen machen wir jetzt erstmal. Das machen wir. Ich würde sagen, die sind jetzt erstmal wichtig. So, genau. Ausrüsten, jawohl. So, weil das mit der maximalen Ausdauer, das ist schon wichtig, finde ich. Ja gut, jetzt können wir den nicht mehr machen. Ja, ist auch egal, dann sparen wir uns das noch ein bisschen auf. Wobei, bei ihr könnte man das eigentlich machen, weil ein NPC, die hat doch eh Auto-Aim, oder? Und die hat eh Auto-Aim, YOLO. Okay, Bogenschütze Rang 4, da bleiben wir aber dabei. Mystische Klinge ist krass. Vereinte Magie und Körperlichkeit, Attacken erlauben, Konter, okay, krass, ja gut, aber wir bleiben jetzt hier dabei. Die Emma habe ich überlegt, ob man die, na wobei, die passt eigentlich auch als Bogenschütze, ne? Okay, dann gehen wir da jetzt mal raus, ja, always a pleasure, thanks bro. Und wir gehen nochmal rüber, verkaufen das eine Zeug, was wir haben und dann tauschen wir jetzt die Dinger aus, die Ladies. Also mal wirklich jemand haben, der uns auch wirklich hilft. Ich meine, die sind zwar süß, ne? Die Saya ist auch ultra die Süße, aber die bringt uns halt nichts. Bringt uns halt absolut gar nichts, die Alte. Hatten wir nicht noch mehr, was wir verkaufen können? Ich dachte, wir hatten noch mehr, was wir verkaufen können. Na gut. Okay. Always a pleasure. Ja, always a pleasure, bro. Was denn? Das da oder was? Hat man schon mal. Okay. Ist meine Frisur zusammengefallen? Lol. Hey, lauter Queens haben wir hier schon wieder. Alter, was ist denn sie für eine Riesen-Mizi? Oh, die sieht cool aus. Eine coole Stimme. Alter, krasses Tattoo. Aber wieder, ja, nur Stufe 10. Aber wieder schade, dass sie hier das Gesicht abgedeckt haben. Wendy. Alfonso. Affinia. Alter, ich dachte, die sitzt nackt unten drunter. Ich dachte schon, jetzt muss ich zensieren. Morgana. Ja, die ist krass. Die ist richtig krass. Aber die nehmen wir nicht. Ja, okay, dann gehen wir nochmal raus. Ach nee, warte mal. Einzigartige Vasallen anzeigen. Ah, okay. Warum konnten wir das bei dem anderen Stein nicht machen? Da, hier, die da. Alter, kostet die so viel? Soll ich verarschen? Da ist sie. Alter, was? Okay, 150k. Junge. So, wo haben wir sie denn? Bevorzugte. Da. Warte mal, von Freunden? Wer hat denn... Abby. Frag mich, wer das gemacht hat. Naja, also, bevorzugte. So, wo ist er denn jetzt wieder? Da, die da war es einmal, oder? Schwimmen wir die mal? Können wir jetzt? Können wir nicht, okay. Wo ist er denn? Hier ist er jetzt.
Ja, also wir machen die jetzt. Restoration and reinforcement are the purview of a mage. You'll be safe in my care, Arisen. Ja, wir müssen die jetzt mit der. Wir müssen die jetzt mit ihr. Das hilft nix. Frag mich, ob wir. Reist einen Tag und Nacht gemeinsam. Das haben wir eigentlich schon gemacht, oder? Ich glaube, das hat aber nicht gezählt. Geschenk geben. Fauliger Apfel. Vierzehn Tage sind wir gereist. Hey, komm, dann machen wir schon was anderes. Das ist ja... Fauliger Apfel. Ist das bescheuert? Ist das bescheuert? Da, komm. Ausnahmsweise, hier. Saya, es war mir eine Ehre. If ever you've need of an ear to listen, you have but to ask. Okay. Simon Ozuk. Pray, call upon me again another time. Okay. Hi. I've found some materials we could use to enhance our equipment. Okay, nice, cool. Das ist schön, das freut mich. So, bevorzugte. Alter, Yvonne. Da ist noch eine Saya. Alter, was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Junge. Okay, Poison. Was für eine waren das wieder? Wir müssen. Ah, hier. Ah! Okay. Pleased to make your acquaintance. Okay. Ist gebongt. So, Abby, schön, dass du da warst. War cool. War witzig, Abby, für das, dass du so oft verreckt bist. Nee, alles okay. Bist zwar eine hübsche, aber. We'll make a fine souvenir of our travels together. Ja, natürlich. 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 Natürlich machen wir das. Natürlich. Okay, ja gut, dann Rift verlassen, jawohl. Ah nee, warte, scheiße. Nochmal kurz rein. Wie gesagt, Leute, das ist jetzt eine Überlängenfolge, einfach weil ja nicht so viel passiert ist. Zahlenauftrag festlegen, ja, das würde ich machen. Ach so, wir können ja gar nicht mehr. Gegen Belohnungen um Hilfe bitten, hä? Warum können wir... Okay, wir... Okay, klar. Na klar. Okay, Poison und Sam, let's go. Emma, du zeigst den Ladies, wie es geht. Auf geht's. Die Frage ist, was machen... Naja, wobei... Was wir vielleicht machen könnten, ist rasten. Wir müssen rasten. Though the sun is still up. Ja, mein Gott, hilft da nichts. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe einfach Bock auf das Game. Ja, ich wollte jetzt pennen gehen, aber irgendwie hat mich jetzt die Sucht doch wieder gepackt. Aber naja, so ist es. Liebe Freunde, ich wünsche noch eine wunderschöne Nacht, Tag, was sonst bei euch ist. Haut rein, bleibt anständig und wir rollen. Das Outro.